Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Guide-Video zu Lords of the Fallen. Ich bin hier am Leuchtfeuer-Glockenraum, müsste das sein. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr hier ein paar Seelen farmen könnt, recht schnell. Und wo sich folgender Ring befindet, und zwar dieser hier. Ring des heiligen Blutes. Ein einfaches, blutbeflecktes Metallband, geschmückt mit einem blutroten Juwel, erhöht den Widerstand gegen Bluten, verbessert euer Strahlen, um mehr Einsicht zu erlangen. Ja, Strahlen ist ja der Wert, der besonders für Prediger, respektive Kleriker, wichtig ist. Und ja, wo ich den gefunden habe, das zeige ich dir gleich, nachdem wir uns hier ein paar Seelen schnappen, einfach an ihm hier vorbeirennen. Durchlaufen. Und er läuft hinterher. Wir schnappen uns in der Umbralwelt die Seelen. Und der andere Fregel hier wird auch noch in den Tod gesprengt. Das war also hier das Seelenfarmen, was man hier an der Stelle ganz gut machen kann. Gewand des Pilgers nehmen wir uns auch noch mit. Dann geht es hier weiter nach unten. Hier runter. Dann hier die Leiter hoch. Und hier an dieser Stelle, hier liegt der Ring des heiligen Blutes. Lass das. Ja, und das war das ganze Video. Ja, also eine gute Stelle hier zum bisschen Kraftseelenfarmen und den Ring mitnehmen. Das war's für heute. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und ciao.